Es gibt quer durch Deutschland inzwischen viele Arztpraxen und physiotherapeutische Praxen, die sich die Erfolge und Erkenntnisse der Behandlung mit Niedrigfrequenzstrom zunutze machen. Einer davon ist Dr. Meier Teschendorf. Wir besuchen den niedergelassenen Orthopäden in Mülheim an der Ruhr. In dessen Praxis wird bereits seit langem mit der Alternative Mikrostrom gearbeitet und ist von Erfolg gekrönt. Der Facharzt hat sogar ein Mikrostrom-Kompetenzzentrum für seine Region gegründet. So, wir sind Gast in einer orthopädischen Praxis in Mülheim an der Ruhr. Und ich darf den Doktor bitten, sich vielleicht kurz vorzustellen. Ja, mein Name ist Jochen Meier Teschendorf. Ich bin hier in Mülheim seit 25 Jahren in eigener Praxis tätig. Mein Spezialgebiet ist die konservative Orthopädie. Darunter verstehe ich insbesondere die Schmerzbehandlung mit möglichst nebenwirkungsreichen Medikamenten und möglichst auch in der Art, dass man in vielen Fällen um eine Operation herumkommt. Das hört sich sehr gut an. Da sind wir schon beim Thema, nämlich Mikrostrom, die Behandlung mit Mikrostrom, die Behandlung mit Licht. Wie sind Sie zu dieser Therapieform gekommen? Da ich mich schon immer interessiere, was ist Neues an Innovationen auf dem Markt, hörte ich von dieser Therapie vor circa 5 Jahren und hatte mir damals bei der Firma das Gerät probeweise für 4 Wochen bestellt, um meine eigenen Erfahrungen mit dem Gerät bei meinen Patienten zu sammeln. Vielleicht schildern Sie mal eine Ihrer Erfahrungen, die Sie da gemacht haben. Ach, interessant, damals in der Anfangszeit war, dass eine meiner Mitarbeiterinnen seit 3-4 Tagen über heftigste Schmerzen an der Ferse klagte. Wir nennen das einen akuten Fersensporn. Und sie quälte sich durch die Praxis mit humpelndem Gangbild. Die gängige Therapie ist da eine Kortisonspritze an den Fersenknochen. Verständlicherweise war das nicht ihr Wunsch und ja, sie versuchte erstmal zu gucken, was die nächsten Tage bringen. Also hatten wir natürlich das Gerät jetzt ja zur Verfügung und somit wurde sie damit behandelt. Das wirklich Erstaunliche ist, dass nach nur einer Behandlung von 25 Minuten meine Mitarbeiterin am nächsten Tag wieder schmerzfrei zur Arbeit erschien. Haben Sie sich als Mediziner nicht die Frage gestellt, warum ist das so oder auf welcher Basis funktioniert das? Das war natürlich verblüffend und weil wir ja nun jetzt noch in der Erprobungsphase mit dieser Therapieform waren, hatten wir das auch eben bei Patienten mit typisch orthopädischen Erkrankungen wie Tennisellenbogen, schmerzhafte Schulter, aber auch Kniebeschwerden und Rückenschmerzen eingesetzt und erstaunlicherweise nach wenigen Behandlungen doch sehr erfreuliche Behandlungseffekte erreichen können, was mit anderen Therapiemöglichkeiten so leider nicht immer möglich war. Wie erklären Sie sich die Funktion des Stroms, die Funktion des Lichts auf den Organismus? Natürlich habe ich mich gefragt, wie das möglich ist und dann eben auch in den wissenschaftlichen Mitteilungen mich eingearbeitet. Das Interessante ist einfach Folgendes. Der Grund für viele akute Erkrankungen, aber insbesondere auch für die chronischen Erkrankungen, die ja gerade den Menschen das Leben schwer machen im Bereich eben von Gelenkbeschwerden oder Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Es ist so, ich denke, die Ursache für viele Erkrankungen akuter Art oder eben insbesondere auch chronischer Art ist auf kleinster Ebene zu sehen, auf zellulärer Ebene, dass dort einfach der Stoffwechsel in der einzelnen Zelle gestört ist und nicht mehr richtig funktioniert. Der Zellstoffwechsel muss in gewisser Weise Energie bereitstellen und wenn diese Energieproduktion nicht mehr in dem erforderlichen Maße gewährleistet ist, kann die einzelne Zelle und somit auch das Organ oder auch eben das ganze Gelenk oder eben die Struktur, die Beschwerden macht, nicht mehr voll funktionieren und seine Arbeit verrichten. Das heißt, Beschwerden treten auf. Die man dann damit auch erfolgreich behandeln kann, zumindest in einigen oder bestimmten Fällen. Und was mir sehr wichtig wäre, Operationen verhindern, denn operiert wird offenbar zu schnell und zu viel. Ja, das Interessante ist eben nochmal, um nochmal zu dieser Wirkungsweise zurückzukommen, dass der
einzelne, der Stoffwechsel in der Zelle, also im Gewebe, der wird wieder reguliert, optimiert und somit wieder die Funktionstüchtigkeit des Gewebes in erheblichem Maße wiederhergestellt. So ein Prozess geht nicht, wie ich eben erzählt habe, mit dem akuten Fersensporn nach einer Sitzung. Nee, nee, klar. Also sind natürlich einige Anwendungen erforderlich, aber nach sechs bis acht Anwendungen kann man wirklich schon wunderbar den Patienten helfen. Sie sprechen das Thema an mit den Operationen. Da ich nun am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit auch 12 Jahre im Krankenhaus war, habe ich mich danach aber doch entschieden, konservativ tätig zu sein und versuche eben mit mehr oder weniger gutem Erfolg, den Patienten mit diesen Möglichkeiten zu helfen. Wenn natürlich das Gelenk, das Kniegelenk oder auch das Hüftgelenk oder ein frischer Bruch des Beines oder des Armes vorliegt, dann ist natürlich klar, diese Sachen müssen operiert werden, weil sonst die Sache nicht richtig zusammenwächst. Und durch meine Tätigkeit sehe ich oder kann ich doch wirklich vielen Patienten gut helfen und somit eine Operation möglicherweise um Jahre hinauszögern oder möglicherweise auch auf Dauer überflüssig machen.